Ja, erstmal herzlich willkommen zum Montagnkoi-Blog. Gerade hat einer gerufen, Martin, geht auch ein Fanta? Das sage ich nicht klar. So. Also, wir sind immer noch in Sachsen und heute von Andy die Filteranlage. Und es gibt Filter, die funktionieren immer und die funktionieren immer. Ja? Und jetzt müssen Sie auf das Wortspiel achten. Wenn ich sage, es funktioniert immer, dann sage ich, wenn Sie sich so eine Anlage aufbauen, können Sie sich sicher sein, dass nach ausreichend langer Standzeit die Anlage auch wirklich ein hervorragendes Wasser produziert. Und wenn ich das zweite Mal sage, die funktioniert immer, dann ist es einfach auf die Zuverlässigkeit zurückzuführen, dass ich einfach sage, wir haben hier keine bewegenden Teile, wir haben außer die Pumpen natürlich, wir haben hier keine Steuerung, wir haben hier keine Spülpumpen, alles Zeug, was kaputt gehen kann und im Zweifel eine Anlage lahmlegen kann. Ich bin kein Gegner von Trommelfilter, bin kein Gegner von Papierfilter, bin kein Feind von Endlosbandfilteranlagen, aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wenn Sie sich sowas kaufen, müssen Sie sich im Klaren sein, die Dinger besitzen eine künstliche Intelligenz, die wissen, wann Weihnachten ist, die wissen, wann sie im Urlaub sind und die steigen immer genau dann aus. Und bei solchen Anlagen haben Sie einfach Ruhe. Heißt im Klartext, Sie haben zwei Pumpen und eine Pumpe geht kaputt, Sie sind im Urlaub und Ihnen kann es gerade mal egal sein, der Futterautomat läuft weiter, Sie haben jemanden, der einmal am Tag kurz nach den Fischen guckt, den Futterautomat füllt. Und alles ist wieder gut. Und Andy hat auch hier seine Kammer selber gebaut, ganz einfach aus Schalbettungstein, hat die innen nachher nicht mit Folie ausgekleidet, das wäre zu aufwendig gewesen. Er hat es einfach mit Dichtschlemme gemacht. Dichtschlemme würde ich keinem für einen Teich empfehlen, auch hier wieder, sie ist relativ rau und ich habe jetzt wirklich noch keine Dichtschlemme gefunden, die ich jetzt wirklich empfehlen würde. Also ich persönlich, vielleicht gibt es die, aber mir ist jetzt noch nicht über den Weg gelaufen. Und dann hat er hier einfach in zwei Reihen versetzt seine Bürsten eingehängt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Reihen. A10 Bürsten sind 140 Bürsten roundabout und da können Sie sich sicher sein, zusammen mit der Biologie, die dahinter ist, das wird einfach auf alle Ewigkeiten wunderbar funktionieren. Und da müssen Sie auch nicht nach 6, 7 Jahren vielleicht den Filter mal austauschen, weil er kaputt ist. Oder Sie müssen teure Teile austauschen. Sowas ist einfach für die Ewigkeit. Und wenn ich das sage, dann sage ich das auch mit der Gewissheit. Ich komme seit 20 Jahren auf die Konishi-Koi-Farm. Glauben Sie mir, die haben nicht eine Bürste ausgetauscht. Die haben da überhaupt nichts gemacht. Das ist immer noch die gleiche Anlage, inklusive der Abdeckbretter, die oben drauf liegen. Vor 6, 7 Jahren hat man mal überlegt, ob man die Abdeckbretter neu macht. Hat das dann aber auch nicht getan. Übrigens, wir haben ja im Teich gesehen, das sind gerade mal 5 Karashi-Koi, also vielleicht 100 Gramm Futter am Tag auf 12.000 Liter. Das ist gar nichts. Der erste Teich, den ich in Sachsen besucht habe, der hat einen pH-Wert von 5. Da waren viele Fische auf wenig Wasser und wahrscheinlich zu wenig Wasserwechsel. Der zweite Teich war 130.000 Liter, im Verhältnis sehr viel weniger Fisch, hatten wir einen pH-Wert von 7,7. Und hier haben wir ganz wenig Fisch auf geht so viel Wasser und da haben wir einen pH-Wert von 8,4. Also man sieht, diese physikalisch-wasserchemischen Gesetze, die ziehen sich da einfach durch. Je mehr Fisch auf wenig Wasser, desto niedriger ist der pH-Wert und wenn die Anlagen entspannt sind, dann steigt der pH-Wert, hat alle seine Vor- und Nachteile, aber wichtig ist, dass man irgendwo in etwa weiß, wo sich die eigene Anlage diesbezüglich befindet. So, also umgewälzt wird der Teich, vielmehr er hat 2 Bodenabläufe, 1 Skimmer. Wäre mir eine Leitung zu viel, weil in dem Ding wäre es ja auch gar nicht schlimm, wenn vielleicht mehr als 10.000 Liter über einen Bodenablauf gehen würde. Das hätte lediglich zur Folge, dass hier in Bürstenfilter nachher der Wasserstand um 2 cm niedriger wäre. Hast du mal gemessen, wie der Unterschied ist? 4 cm. So, also 4-5 cm geht der Wasserstand hier runter, wenn die Pumpen auf Volllast laufen. Es hängt eine 20.000 und eine 15.000er dran. Und hier, wie gesagt, mit Dichtschlemme abgedichtet. Dann so Rohrendkappen müssten das sein, an die Wand geschraubt oder an die Wand geklebt vielmehr. Das ist natürlich einfach, hier so mit Dichtschlemme zu arbeiten. Dann die Stangen rein und hier mit einfachen Rohrstangen, ne, weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Kabelrohre. Und dann die Genesis-Bürsten drum gewickelt. Und von der Fließgeschwindigkeit ist es perfekt da drin, weil man sieht überhaupt nicht, dass sich das Wasser bewegt. Und wenn man das nicht sieht, dann kann auch kein Schmutz nach hinten kommen. Und das ist ein sehr filigran arbeitender Mensch ist. Das sehen wir hier. Noch eine tolle Platte gebaut, dass das Wasser schön auf die Oberfläche des Rieselfilters verteilt. Und hier sehen wir, da kommen mit Sicherheit 15.000 bis 20.000 Liter
dürfen das sein. Da könnten Sie raten bis an Ihr Lebensende, warum Andy diese Dinger hier eingebaut hat. Ich glaube, Sie würden nicht dahinter kommen. Also mir hätte die Kreativität dazu gefehlt. Aber das ist schlicht und ergreifend. Er wollte mal sehen, wie das Filtermaterial braun wird. Und man sieht, es hat ein bisschen braun ist es geworden. Und sehen Sie, nochmal Thema weißes zu schwarzem Filtermaterial. Geringe Besiedelungen sehen Sie hier schon, wenn Sie es zumindest im Vergleich sehen. Und bei schwarzem Material würden Sie eben diese Besiedelung überhaupt nicht sehen. Aber wenn etwas schon so besiedelt ist, dann ist auf jeden Fall die Biologie momentan richtig am Kommen. Und schauen wir uns ein zweites Röhrchen an. Und sehen Sie, das ist sogar noch viel stärker besiedelt. Und da sieht man sogar, dass sich in dieser Strömung hier richtig dieser grobe Biofilm auch gut halten kann. Den kennt man auch häufig in Biofiltern, dass der oben auf den Filterplatten drauf ist. Hier sehen Sie ihn auch, kann man auch wegwischen. Und bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe. Also da, wo am meisten Nährstoffe den Bakterien angeboten werden, da sind sie natürlich auch am besten in ihrer Population. Hier ist noch ein Reaktor von einer UV-Lampe, aber keine Sorge, das ist nicht so, dass hier die UV-Lampe in der Kammer hängt, sondern da wird quasi von unten in die Kammer mit dem Rohr reingedrückt durch die UV-Lampe und dann verteilt es auf die beiden Rohre. Also das ist eine super solide und von hier aus geht es natürlich dann wieder mit zwei Rückleitungen, denke ich, zurück in den Teich. Das ist eine solide Anlage, die fast schon ein bisschen overpaced ist für den Teich. Normalerweise sagt man ein Drittel des Teich. Der Teichoberfläche soll nicht für den Filter zur Verfügung gestellt werden. Hier ist der Filter nahezu fast so groß wie der Teich. Aber das kann ihm auf jeden Fall für die nächsten Jahre hinaus Ruhe geben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Blog und schauen Sie mal wieder rein. Ciao.